Zwei Tage nach dem entscheidenden letzten Teil der Triple-Mission kehrten die Berlin Recycling Volleys noch einmal an den Ort ihres historischen Triumphs zurück, um mit unzähligen Fans, Helfern und Unterstützern die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte angemessen zu feiern und die gerade abgelaufene Spielzeit in familiärer Atmosphäre ausklingen zu lassen. Den überraschenden Titelregen der letzten Wochen hatten die Protagonisten noch längst nicht realisieren können. Das ist schon krass. Also, wenn man überlegt, nach den letzten Jahren, was wir da für schon Erfolge hatten, auch mit dem letztes Jahr mit dem Final Four hier, mit der Champions League, ich denke mal, man hat schon viel erlebt. Und dann kommt da nochmal so ein Ding jetzt hinterher. Also, ich war ja schon glücklich, als wir den Pokal gewonnen haben, nach 16 Jahren, und wo ich halt 13 Jahre mit dran gescheitert bin. Und dass dann noch am Ende noch der CV und der Meisterschaft dann rauskommt, ist natürlich ja, sensationell. Und ich glaube, das kann man noch gar nicht beschreiben, und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Drei Trophäen, drei triumphale Siege, drei Medaillen innerhalb von nur 2 Monaten. Und das trotz des großen personellen Umbruchs im vergangenen Jahr, trotz der Hallenproblematik in der Hauptstadt und ungewöhnlich vielen Verletzungen. Aus der vielleicht schwierigsten Saison wurde die erfolgreichste der Berliner Volleyball-Historie. Auch aufgrund der äußeren Umstände war aus der teilweise auseinandergebrochenen goldenen Generation ein Team mit dem Näschen für Silberware geworden. Vielleicht deswegen, weil halt so viele Probleme auf uns zugekommen sind, dass man immer wieder eine Lösung finden musste, sich immer wieder neu einstellen musste, dass halt eben ja, so ein bisschen die Konstante rausgebrochen ist mit unserer Trainingshalle, auch mit Spielern, die da waren, dass du wirklich da dich immer wieder auf was Neues einstellen musst. Dann mal wieder einer verletzt, musste wieder neu einspringen. Das sind vielleicht so wirklich so alles so kleine Dinge, die halt die Wachheit des Teams so aufrechterhalten hat. Wenn wir nichts geschafft hätten, hätte ich genügend Gründe gehabt, um das zu rechtfertigen. Aber manchmal ist das ja auch so, dass gerade Unbequemlichkeiten und unbequeme Umstände auch Reize freisetzen. Und nur so kann ich mir das erklären. Ein stolzer BR-Volleys-Manager Kavi Niroman schloss diese außergewöhnliche Spielzeit mit einer emotionalen Dankesrede an alle Berliner Beteiligten, um gleichzeitig bereits auf die nächste Saison vorauszuschauen. In Sachen Personalplanung gibt es noch viele Fragezeichen, zum Beispiel zur Zukunft von Punktegrand Paul Carroll, bei dem Niroman nach eigener Aussage alles probieren möchte, um in Australien trotz lukrativer Angebote zu halten. Ein langjähriger Weggefährte Carrolls beendet dagegen seine Karriere als Volleyballspieler. Mittelblocker Thomas Kmet hört nach 5 Jahren in der Hauptstadt auf, wird dem Verein aber abseits des Spielfeldes erhalten bleiben. Ich habe schon vor der Saison diese Entscheidung getroffen. Der Grund war, ich habe seit 16 Jahren Profi-Volleyball gespielt, und ich glaube, dass jetzt ist die richtige Zeit, etwas anders zu machen. Ich will eine neue Karriere anfangen, und natürlich bleibe ich auch hier. Ich habe ja vor 2-3 Jahren irgendwo an irgendeiner Stelle gesagt, das ist mein Lieblingsspieler. Also was der Junge für eine Einstellung hat, wie er Sport treibt, der ist einfach Vorbild für viele, die auch Sport betreiben wollen. Er ist ein Profi durch und durch, aber ein leiser Mensch. Keiner, der unbedingt auffällt, der fällt durch Leistung und durch Einstellung auf und die Ziele sind unvorhin. Einen zumindest sportlichen Ersatz für Kmet haben die Berliner Verantwortlichen schon gefunden. Mit dem Australier Alisana Moti kommt der laut Statistik beste Blockspieler der Bundesliga vom Pokalfinalgegner TV Bühl. Zudem kommt mit Wouter Termat der MVP der belgischen Liga aus Gent für die Diagonalposition, auf der Arpad Barotti den Verein voraussichtlich verlassen wird. Mit einer zum Teil also erneut neu zusammengesetzten Mannschaft wird man in der kommenden Spielzeit die Titelverteidigung in zumindest 2 Wettbewerben angehen und zudem in der Champions League wieder neu angreifen. Zuvor wurde die Triple-Saison aber durch die größte Abschlussfeier der Historie abgeschlossen. Ein Dankeschön der BR Volleys für die liebgewonnenen Freunde und Fans von Deutschlands Volleyballteam Nummer 1. Ja, Wahnsinn, das ist ganz wichtig, weil wir nehmen natürlich der Saison ziemlich viel von allen, von den Helfern, von den Fans, und können halt das nicht so wirklich dann zurückgeben, okay, außer mit den Titeln. Aber halt so zwischenmenschlich will man natürlich auch nochmal Danke sagen, und ich glaube, hier ist jetzt die beste Möglichkeit dafür. Und ich bin echt begeistert, ich bin auch froh, dass wir nicht im VIP-Raum gefeiert haben, weil das wäre dann richtig eng geworden, und bin froh, dass wir halt in die Halle ausgewichen sind, weil so haben wir viel mehr Platz und man kann viel gemütlicher miteinander feiern, als wenn es hier ganz eng wäre. Nach dem letzten Saisonevent im Berliner Volleyballtempel beginnt nun die rund 5 Monate lange Sommerpause, bevor die Berlin Recycling Volleys wieder auf die Jagd nach großen Triumphen und so viel Edelmetall wie möglich gehen.